meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start und heute schauen wir uns ein paar Performances an von Christina Aguilera. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen hoch freuen, Abonnement und natürlich die Notification Bell, damit ihr auch wirklich gar nichts verpasst. Wer selber Lust hat auf ein Gesangspaket für 14,99 €, der kann mal auf meiner Homepage schauen, tanjalevyvocalstudio.com. Dort gibt es ein Paket, Basispaket Töne treffen, Paket mit Powersing. Dort gibt es natürlich auch Gesangsanalysen, die ihr buchen könnt und eine Gesangsstunde und so weiter und so fort. Schaut doch am besten da nochmal rein. Ja, was macht Christina Aguilera eigentlich so besonders? Und ich würde definitiv sagen, ihr Markenzeichen, das Growling, das ist etwas, was extrem herausstecht und was auch nicht jeder kann und was auch immer ganz genau, ganz genau und sauber auch gemacht werden muss, damit man eben nicht die Stimmbänder verletzt, damit es eben nicht aus den richtigen Stimmbändern kommt, sondern mit den falschen Taschenfalten oder aus den falschen Taschenfalten. Dann mitunter natürlich die ganzen Riffs and Runs, die sie macht. Dazu habe ich auch ein Video. Schaut doch mal in das Video rein. Wie singe ich Riffs and Runs? Da beschreibe ich und erkläre ich das auch. Und ich finde aber auch mitunter die Riffs and Runs descending und ascending. Das heißt also, wie sie diese Runs macht und so weiter. Das heißt, von ganz unten bis nach oben und dann von oben nach unten, also descending halt und dann ascending. Und ich finde, das ist natürlich auch super schwierig, weil gerade wenn man einen Riff und einen Run machen will, dann möchte man eigentlich nicht so gerne in die Kopfstimme brechen, speziell auch gerade wenn man von einem tieferen Ton in einen Mixed-Ton reingeht oder in einen Belting-Ton, sage ich jetzt mal so. Dann möchte man also nicht diesen Bruch dazwischen haben, sondern man möchte das dann schon gekonnt durchpowern. Das macht es eigentlich viel schwieriger. So das finde ich auch erstmal interessant und natürlich auch, dass sie halt sehr expressive ist. Also die halt, wie würde man das im Deutschen halt sagen? Also ich finde sie sehr ausdrucksstark. Sie hat jetzt sehr viel Power hinter der Stimme. Also das ist halt nicht Taylor Swift, sondern ich finde, gesangsmäßig ist da eine Menge Power dahinter. Also sehr viel Intense Vocal Production. Dann lass uns mal reingucken. Ja, also man kann ganz klar sehen, wie der Sternoid hier, dieser Muskel hier wirklich raussticht, ne? Aber das muss auch nicht bedeuten, dass dort jetzt mit falscher Technik gearbeitet wird. Es ist so ein Missverständnis, was so über die Jahre irgendwie wohl entstanden ist. Da habe ich auch mit meinem damaligen Dozenten noch drüber gesprochen. Also kann sein, es kann natürlich auch sein, dass jemand eine falsche Gesangstechnik benutzt und dadurch wirklich auch massiv drückt und wirkt und dann natürlich die Muskeln so rauspoppen. Muss es aber nicht, da muss man wirklich genau hingucken. Was ich auch hier interessant finde bei ihr ist erstmal, dass sie die Töne immer sehr lange klar ausbeltet, in dem Fall aussingt, bevor dann ihr Vibrato einkickt. Das heißt, sie bleibt so relativ lange auf dem Ton. Manch anderer würde schon direkt früh mit einem Vibrato anfangen, weil es dann auch ein bisschen einfacher ist. Aber sie hat natürlich irgendwas für diese Stimmproduktion, die da jetzt passiert, da ist sehr viel Power dahinter. Ne? Aber es sieht auch nicht super sie strengt sich jetzt halt. Was ich auch noch mitunter interessant finde, ist, dass sie auch immer diesen einen Halbton höher geht. Also sie geht immer noch mal so ein bisschen höher, immer noch mal ein bisschen mehr, immer noch mal hier diesen einen Halbton höher. Wenn sie dann schon so krass aussingt, dann, oh nee, komm, ich mache jetzt mal noch ein bisschen höher. Ja, und dann natürlich dieses Growling, ne? Ja, lass uns doch noch mal in eine andere Performance schauen. Ja, das auch. Das
das habt ihr jetzt auch wahrscheinlich gesehen. Also, das war jetzt wirklich sehr, sehr schön. Das war ein ganz toller Run, auch mit nach oben, ein schön in der Kopfstimme und auch nicht ganz so luftig. Also auch so, dass sie das auch schön alles aussehen kann. Wenn es zu luftig ist, dann läuft man manchmal Gefahr, dass man einfach in dieser Höhe auch bricht und dann auch gar keinen richtigen Ton produzieren kann. Das ist dann einfach viel zu sehr Falsetto, also viel zu sehr Luft dazwischen. Und so war das wirklich sehr schön und auch klang sehr leicht. Toller Vibrator. Oh. Da ist natürlich jetzt sehr viel dabei, ne? Zwischen dem Wow und dann wieder zärtlich in diese Kopfstimme, dann wieder Wow und dann zärtlich wieder in diese Kopfstimme. Das ist natürlich auch Geschmackssache, das ist auch echt nicht für jeden Zuhörer, muss man auch mal sagen. Ihr müsst immer gucken, wie viel Dynamik wollt ihr selber reinbringen in den Song. Wie ihr seht, also ich persönlich würde meiner Schülerin davon abraten. Also ich würde sagen, nee, das ist ja auch ein Weihnachtssong jetzt in dem Moment. Und wenn du einfach zu viel an jeder Stelle machst, dann ist es für den Zuhörer auch too much dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Weil ihr seht, das ist jetzt hier sehr viel Wows, wo es dann wieder zu brustlastig wird, dann wird es zu kopfstimmlastig und da ist auch gar keine richtige Melodie mit sozusagen erkennbar. Man könnte es jetzt nicht sofort mehr nachmachen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also da immer gucken, es gibt einen ganz tollen Blogpost von New York Vocal Coaching. Schaut doch da mal rein, haben sie gerade vor ein paar Tagen das Thema angesprochen, dass viele Leute das so ein bisschen übertreiben mit diesen Riffs und diesen Runs und dass es dann wirklich an jeder Stelle immer einen Run gibt und an jeder Stelle irgendwo immer wieder gerifft wird und so weiter. Also guckt auch da, dass sie das nicht übertreibt, ne? Ja. Ja, also ihr seht, also diese ganze Passage hat sie da wirklich nur, also da hat sie eigentlich ganz viel Adlibs auch gemacht. Da war jetzt, ich habe auch nicht richtig mehr verstanden, was sie da jetzt gesungen hat. Und da müsst ihr halt eben auch schauen. Aber ihr seht auch, wenn sie diese Sprünge macht, ist auch ein bisschen Rasp dahinter. Das ist ja auch etwas, was sie da auch gerne benutzt. Der kommt allerdings von den falschen Taschenfalten. Es gibt zum Thema Growling, da habe ich ganz viel auf meinem Kanal, auch vor kurzem ein Video gemacht, zu dem Thema Gesangsprobleme. Schaut doch auch da nochmal rein. Dort spreche ich über vier verschiedene Stimmprobleme, die man haben kann, Dysphonien und so weiter und so fort. Beim Growling ist es so, es gibt halt einfach keine Studie, die überhaupt zeigt, wie sehr das Growling die Stimmbänder belastet. Also man sagt halt, wenn man growlt und wenn man diese Distorted Sounds macht, dass da ein bisschen was auch, ja, die Stimmbänder mit einbüßen müssen, ne? Und, aber so richtig, also bei ihr sieht man ja, funktioniert das ja. Sie macht es ihr ganzes Leben lang so, das ist ihr Markenzeichen und ihre Stimme, ja, also wichtig ist, dass du das nicht alleine machst, sondern dass du jemanden hast, der dir da hilft bei diesen Distorted Sounds, du dir einen Profi an die Seite holst und mit dem zusammen das machst. Es ist sehr viel Trial and Error. Lass uns doch jetzt nochmal eine Performance anschauen. Ja, was sie auch macht, ist, dass sie halt so bounced auf einem Ton. Ja, das heißt, sie bounce da die ganze Zeit, sie singt das dann auch nicht immer straight klar aus, sondern sie bounce auf den Ton. Und hier hat sie zum Beispiel auch was gemacht, was auch interessant ist, sie hat gesagt, nee, ich gehe jetzt mal nicht höher wie bei der richtigen, wie bei der Platte, ne? Ganz oft ist in der Live-Situation nämlich der Fall, dass die Künstler sagen, oh, ich möchte es jetzt lieber doch einen Halbton tiefer singen oder vielleicht sogar einen ganzen Ton oder je nachdem, weil oftmals Studio-Version und Live-Version, das sind dann doch zwei Paar Schuhe. Und viele können auch eventuell, also nicht sie, aber andere können vielleicht live nicht so singen wie auf der Platte, weil es dann auch doch zu überbearbeitet ist. Es trifft auch sie nicht zu, sie ist wirklich eine gute Live-Sängerin. Aber ja, also hier ist sie nicht diesen einen Halbton gegangen wie bei der Aufnahme, sondern ist einfach weiter tief geblieben. Ne? Yeah.
Ja, hört ihr dieses kleine, im Englischen heißt es dieses Tremble, ne? Es ist so extrem schwierig, von einem sehr starken Bell, also von so einer hohen stimmintensiven Produktion, runterzufahren in sowas wie Kopfstimme. Es ist unglaublich schwierig, weil man hat natürlich jetzt, man ist hochgefahren, die Muskeln arbeiten mit, im besten Fall arbeiten die Muskeln bei dir bitte mit. Und dann fährst du natürlich von so einem unglaublich lauten Belt, fährst dann runter und produzierst eigentlich einen sehr quieten Sound. Also so ein, ja, sorry, Englisch-Deutsch, es ist so, oh, weil ich lebe ja in Singapur, ihr wisst es ja mittlerweile. Genau, also das ist extrem schwierig und oftmals hat man das Gefühl, oh, die Stimme ist nicht mehr stabil, wenn ich gerade von so einem richtig hohen Belting-Ton komme und dann runterfahren muss. Dann kann es sein, dass die Stimme so ein bisschen wackelig ist. Weil man sich natürlich dann auch, ja, dieses Runterfahren, dieses Decrescendo auch in manchen Fällen, das ist halt extrem schwierig auch, ja. So, meine Lieben, wir machen mal heute bis hierhin. Ich hoffe, die Kamera war scharf. Bitte, bitte. Daumen hoch, Abonnement und schaut doch mal jetzt in die nachfolgenden Videos rein. Und wenn ihr selber Bock auf eine Gesangsanalyse habt, tanjalevivocalstudio.com. Und ich freue mich, euch in meinem nächsten Video zu sehen. Liebe Grüße aus Singapur.